Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind verloren in der Vergangenheit und wollen die Ethereum-Splitter zurückbringen. Ich bin schon an dem Ort. Leider hat meine letzte Aufnahme nicht ganz so gut funktioniert wie gedacht. Deswegen habe ich hier schon Gegner besiegt und dann ist mir aufgefallen. Ah, super, ich nehme gar nicht auf. Gut, war jetzt nicht so wild, es waren drei Banditen. Und mit Katria habe ich auch schon geredet, aber das war jetzt nicht weiter wild. Dann wollen wir doch mal gucken, sie hat mir gesagt, ich soll die Splitter... Erstmal gehe ich da oben in die Kiste. Was ist denn das? Adept. Okay. Tolles dabei. Oh, Eismittel. Ich soll die Splitter hier auf dieses Podest drauflegen. Ja, seht ihr hier die Banditen da. Und das machen wir doch einfach mal. Oh. Schöne Sache, schöne Sache. So, wo ist jetzt sollen wir es zerstören? Bringe das Ethereum-Emblem in deinen Besitz. Was denn? Zurück, schnell! Ich bin zur Seite. Okay, ich bin zur Seite getreten. Zur Seite abgeschlossen hier. Es ist wahr. Es ist alles wahr. Kommt, sehen wir sie uns an. Ja, da gehen wir doch auf jeden Fall mal rein. Ethereum-Schilde. Auf geht's, Leute. Hey, auf! Das hat länger als sonst gedauert. Wie tief sind wir? Gibt's hier was? Ja, das war mir doch klar. Wenn hier so ein Gang ist, dann ist am Ende eine Kiste. Jade Diademütze? Ja, mit. Ganz klar. Das ist nämlich ordentlich was wert. Ein Schalter dort. Okay. Gibt es hier Gegner? Sehr gut.
aus. Den Wächter der Schmiede. Selbst kaum glauben. Wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Es gibt nur noch eines, was wir tun müssen. Wir müssen beweisen, dass es tatsächlich funktioniert. Dass dies die echte Ethereum-Schmiede ist. Wie geht das? Indem wir etwas schmieden, natürlich. Macht nur, nach allem, was ihr getan habt, gebührt euch die Ehre. Schmieden? Womit denn? Hier gibt es kein Ethereum, oder? Verdammt! Moment, doch! Hier gibt es sehr wohl welches. Die Splitter, die wir gesammelt haben, sie bestehen aus reinem Ethereum. Erinnert ihr euch? Nicht viel, aber es sollte reichen. Mit ihnen und den Dingen in diesem Raum haben wir alles, was wir brauchen. Glaubt ihr, dass es irgendwo noch mehr Ethereum gibt? Ich weiß nicht.
weiß es wirklich nicht. Es ist ein Wunder, dass nach all den Jahren noch so viel vorhanden ist. Mach das Beste daraus. Dies ist vielleicht die einzige Chance, die Schmiede jemals zu gebrauchen. Okay, versuchen wir es doch einfach mal. Die Ethereum-Schmiede. Ethereum-Krone. Speichert deine letzte Fähigkeit eines Findlings und gewährt sie dir zusätzlich zu deiner jetzigen. Ah, okay. Verstehe. Okay. Ätherische Schild. Von diesem Schild getroffene Gegner erlangen 15 Sekunden eine ätherische Gestalt und können in dieser weder angreifen noch werden. Dieser Stab beschwöre eine Zwergspinne oder eine Zwergsphäre für 60 Sekunden anstelle der zaubernde Steigen. Nö, nehme ich die ätherische Krone ganz einfach. Kenne ich gar nichts. Hallo. Habe ich. Wunderschön. Diese Krone. So habe ich sie mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorgestellt. Und damit wäre es vollbracht. Niemand kann jetzt noch bezweifeln, was wir hier gefunden haben. Ja. Was jetzt? Für mich. Ich habe getan, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ihr nehmt das mit in die Welt hinaus. Und wenn euch jemand danach fragen sollte, so erzählt, was wir entdeckt haben. Gemeinsam. Ja, ein Glückwunsch. Und danke, Katria. Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet. Wir haben sie gefunden. Endlich. Kann ich endlich ruhen. Lebt wohl, mein Freund. Wo eure Reise euch auch immer hinführen mag. Ja, tschüss, Katria. Abgeschlossen. Verloren in der Vergangenheit. Katria, das ist schade. Warum ich auch immer diesen komischen Meisterschmied nicht angreifen konnte, das ist mir ein Rätsel. Das ist so bescheuert einfach nur. Was ist das hier für ein Haus? Den habe ich noch nie irgendwie gehabt. Noch nicht. Schon. Oh. Oh. Bescheuert. Weiter war. Außer dass sie gerade ging. Das war zwar eigentlich ganz cool, der Kampf gegen den Meisterschmied, ne? Aber wenn man den Meisterschmied nicht angreifen kann, ist das recht. So, alles klar. Endlich wieder draußen und fertig. Okay. Hier sind wir bei Iverstadt in der Nähe. Wir wollen aber jetzt mal gucken. Ich kann nämlich das Tagebuch zu Runil zurückbringen. Das war ein Falkenring. Genau. Und das machen wir doch mal als erstes. So. Scheint anscheinend. Da ist er doch. Aha. Gebt Acht. Meine Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Hier ist eine Lieferung von Tappgeier. Ah, Veris Asche. Er war ein guter Mann. Nicht viele Krieger erreichen ein reifes, hohes Alter. Danke, dass ihr mir das hier gebracht habt. Ich werde dafür sorgen, dass er seine Riten bekommt. Hier, für eure Mühen. Hab Dank. Aber. Das Leben ist viel zu kurz. Bei Gott ist nicht. Bitte,
werde ihn finden. So. Nimm mal wieder die Dinger mit. Ich will wahrscheinlich so wieder. Was ist passiert? Ganzes Leben lang habe ich noch nie so einen Mob. Danke. Darin habe ich vieles aufgeführt, was ich bedauere und nicht vergessen will. Hier, das habe ich euch versprochen. Ja, perfekt. Wir alle werden früher oder später vor Arkheim. Ganzes habe ich noch nie so ein Monster also gesehen. Genießen wir besser die Zeit. Jetzt ist er zwar tot, aber wo kam er eigentlich her? Oh, ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Okay, das habe ich. Dann gucken wir doch jetzt mal hier weiter, was wir noch machen können. Das hier werden wir machen, das einzige Heilmittel. Dafür gehen wir mal kurz in mein Haus in Briesen, also in Weißlauf, das Haus Briesenheim. Und werden Vampirstaub sowie eine Todesglockenblume aus meinem Trankmischerbeutel holen, um diese weitergeben zu können. Wollen wir doch mal schauen. Also, Todesglockenblume, das ist alles alphabetisch geordnet. So. Todesvampirstaub habe ich einmal. Aber ja, Glück gehabt. Und eine Todesglockenblumen möchte ich mitnehmen. Übergebe die Zutaten. Das machen wir doch mal glatt. Wie viel wiege ich eigentlich mittlerweile wieder? 178. Habe ich schon wieder 100 dazugelegt zu gerade eben, wo ich das abgelegt habe. Schrein von Perit. Oder Perit. Ich weiß es nicht. So, Hallöchen. Lag leer letztes Mal auch schon hier. Naja. Ich habe die Gegenstände, die ihr haben wolltet. Ah, wirklich? Gib sie Cash. Ja, ja. Das wird für einen guten Rauch sorgen. Oh, das kann ich noch lesen. Aha, Redekunst verbessert. Das sollte klappen. Jetzt tief einatmen. Oder will er uns veräppeln? Atme tief durch, Sterblicher. Ihr sollt mich deutlich hören. Also lasst diese Dämpfe eure Lungen ausfüllen. Was wollt ihr von mir? Ich beobachte euch schon seit geraumer Zeit. Eure Entscheidungen faszinieren mich und ich frage mich, ob er wohl der richtige Abgesandte für eine meiner Aufgaben wird. Welche Aufgabe? Ich habe einen Segen nach Mundus entsandt. Eine verheerende Seuche, die mehrere bretonische Dörfer erfasst hat. Einer meiner Mönche, der Elf Orchendor, wurde losgeschickt, um die Befallenen zu versammeln. Er führte sie in meinem Namen nach Betardax, kam dann aber vom Weg ab. Ich werde seinen Verrat nicht tolerieren. Geht für mich nach Betardans und tötet Orchendor in meinem Namen. Ich habe eure Bitte. Ich habe eure Bitte vernommen. Lasst mich frei. So soll es sein, Sterblicher. Geht. Tötet Orchendor. Mit dädrischen Göttern lege ich mich mal lieber nicht an. Hallo. Wer ist denn eigentlich Orchendor? Orchendor? Cash kannte ihn. Er ist ein Aufseher, Hirte, sammelt die Befallenen ein und hält die eiternde Wunde unter Kontrolle. Orchendor und seine Befallenen haben die Aufgabe, bereit zu stehen. Sie warten auf Perites Befehl,
seinen Segen auf der Welt zu verbreiten. Okay. Und wo liegt Betar Dams? Nicht weit weg, nicht weit weg. An klaren Tagen hat man einen guten Blick. Schaut nach Westen, zum Fuße des Berges. Die Zwergenruinen dort. Betar Dams. Okay. Möget ihr auf warmem... Ah, oh, ist echt nicht weit. Das ist relativ... ...und laufen. ...dran. Da sollen wir jetzt. Diesen komischen Typen. So. Erforderlich. Habe ich nicht. Schade. Aber hier ist, scheint kein Gegner zu sein, deswegen sprinte ich mal ein Ründchen. Hier oben ist auch nichts. Oh, und da geht es so schnell runter. Zack. 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 Ah! Oh, ein bisschen Schaden gekriegt. Nicht weiter tragisch. Okay, Hebel aktivieren. Damit das hier weggeht. Hier unten muss ich jetzt rein, wa? Sind hier auch Befallene? Hallo? Oh, zwei Tonnen. Silberhalskette und ein bisschen Gold. Und eine goldene Bienenhalskette. Schick, schick. Betarndams, oberer Bereich. Mit diesem komischen Räuber sehr.
Shendor töte. Dann vergesst nicht, in der nächsten Folge wieder einzuschalten. Und ich hoffe, euch hat auch die Folge gefallen. Dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Egal, ob dieses Projekt oder ein anderes. Und bis dahin würde ich einfach mal so sagen, ciao.